Warte mal. Ja, aber das geht ja nur so. So bringen wir das eigentlich gar nichts. Hier siehst du einfach nur das. Das ist schon richtig, aber eigentlich müsstest du darauf was erkennen, aber ich bin ganz ehrlich. Pff. Hui. Nochmal, weil jetzt zeigt er mir ja doch die Bilder. Wo soll ich denn da bitte? Ein Teil glüht rot. Ja, da unten. Ein Teil glüht rot. Ein Teil glüht rot. Alles glüht rot. Ja, ich weiß jetzt aber ganz genau Bescheid. Ja, weißt du? Wie dem auch sei. So finden wir auf jeden Fall das Passwort heraus. Wir fühlen jetzt mal, als ob wir es herausgefunden hätten. Da stand C-E-L-L. Haben wir genau gesehen. Tschüss. Ich habe keine Ahnung, wie ich da das Passwort rausfinde. Aber muss ich ja nicht. Zum Glück. So, zap, 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 zap. Dann machen wir einmal Ion. Und Passwort A, D, A. Accessing. Login inkorrekt. What? Oh. Der hieß Lohn. Jetzt aber richtig. Yay! Basement. B2F. Dein Ernst jetzt? Ach, scheiße, Junge. Muss ich das nochmal machen? Bin rausgegangen. Verified. Ja. Jetzt machen wir C, E, L, L. Hui, Permission Grande. Woo. Alter Junge, jetzt geht's ja richtig ab hier. So, die machen wir auch auf. Schön. Ja, danke. So. So. Hightech-Computersystem. Aber alle Türen sind noch nicht auf, ne? Das ist auch belastend. Aber generell ist das schon cool, wie was die sich halt für den Kopf gemacht haben. Du musst dann dahin, dahin, hier, hier und wie. Fand ich schon damals echt, echt cool. Hier geht's hin. Hebel zum Öffnen der Türschlösser, wenn sie nur die Schlösser an den Hebel öffnen könnten. Aber geht nicht. Ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. But the Strom ist aus, deswegen. No, no, no. Ekel, Alfred, ey. Fax. An Säuberungsabteilung zu Händen Manager Säuberung von Raccoon Katastrophenbekämpfungsausschuss. Der Inhalt dieses Faxes ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Oh, wir dürfen es nicht lesen. Jegliche Vervielfältigung oder Preisgabe des Inhalts dieses Faxes an Dritte ist durch den Absender ausdrücklich untersagt. Nach der Lektüre ist dieses Fax umgehend zu vernichten. Da hat sich wohl einer nicht dran gehalten. Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Problem 1. Mehr als die Hälfte der Forscher wurden vom T-Virus infiziert und starben. Fast alle Überlebenden dieses Unfalls melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalls. Problem 2.
Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher die unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimste Forschung an die Öffentlichkeit dringt. Um einer Enthüllung in den Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. So bedauerlich diese Opfer auch sind, so unterstreichen sie doch den Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Natürlich. Hinter dieser robusten Tür schon etwas zu geben, öffnen wir, klar. Achtung, Explosionsgefahr, Treibstoff nicht erschütteln. Ja gut. Sieht aus wie ein Nachtankgerät. Ein Diafilter, den muss ich mitnehmen. Ah, den muss ich mitnehmen. Alter, ganz ehrlich, kack auf die Ribbons jetzt. Die brauche ich nicht. So, wofür halt, ne? Ohne Witz, wofür? Treten die Tür einfach auf, geht auch. Jetzt muss ich aber mal gucken. Also noch habe ich hier nichts zum Speichern gefunden. Nö, 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 weg da. Lebst du? Oh, anscheinend ist er tot. Ist hier noch was? Ja, hier ist auch noch was. Tür ist verschlossen. Eine Art Hochspannungssymbol ist in das Schloss eingraviert. Okay, ist alles mit Strom. Labor. Nö, nö, macht er nicht. Konnte ich nicht hier irgendwo durchkraxeln? Lass uns jetzt mal gucken, wie ich hier weiterkomme, weil irgendwo muss ich auch diesen Dia-Filter einlegen. Ich habe jetzt aber keinen Bock, eigentlich nochmal nach oben zu latschen. Weil noch definitiv, also noch muss ich auch nicht wieder zurück zu diesem Rundgang, wo das Wasser war. Weil die Tür ist definitiv noch nicht auf. Ich muss jetzt erstmal irgendwie gucken. Zum Anzeigen der Bilder aus einem Elektromikroskop. Eine Reihe von LCD-Bildschirmen. Die wurden bestimmt verwendet, um etwas anzuzeigen. Nein! Absoluter Blödsinn, was du erzählst. Ein Server zur Datenverwaltung. Anscheinend ist der kaputt. Ne? Ja, oh, kann sein. Oh nee. Habe ich die Tür nicht geöffnet? Warum sind wir zu? Ich möchte, dass die auf sind. Sofort. Ist ein Doorlock. Wo ist das? Treppe hoch. Irgendwo. Ah. Muchas grande, por favor. Hat, glaube ich, überhaupt keinen Sinn gemacht, aber egal.
So, jetzt können wir die Treppe hoch. Da rein und da steht, glaube ich, der Diaprojektor drin. Und dann machen wir auch schön Filmabend hier. Nee, da lang. Dann können wir uns schön Filmchen angucken, glaube ich. Also ich glaube, es gibt noch mehr Mo-Disketten, aber die habe ich halt nicht. Ich hab gekleckert. Ist ja ekelisch. Oh. Ja, Mensch. Ach, ich kann nicht auf ihn ziehen. Ach, leck mich am Arsch. Bleib einfach liegen. Tschüss. Ich muss da gleich sowieso lang. Weil ich muss ja zurück. Ich muss mir ja irgendwie Sachen holen. Lol, hier war eine Inventarbox. Das ist ja verrückt. Verrückt. Wo ist denn hier der Projektor? Kann ich den einfach hier draufklatschen? Nee, schade. Der Film ist eingelegt. Ansehen? Nein. Werbematerial zu den bio-organischen Waffen der Umbrella Corporation. MA-39 Cerberus. FL oder FI-03 Neptune. MA-121 Hunter. T-002 Tyrant. Bio-organische Waffenforschungsgruppe. Entwicklungsteam. Wait mal, 8462. Ist das nicht ein Code aus Resident Evil Zero mit irgendwie, da waren 8 Stück, aber es haben nur 4 überlebt und dann kam irgendwie. Nee, das war 6-3 am Ende, ne? Genau. Ach komm, ja. Ach so, scheiße. Hab ich schon geguckt. Tut mir leid. Ich gucke mir nochmal an. Es war so ein geiler Film. Da muss ich dreimal hintereinander, kein Problem. Ja, nee. Und vieles Mal muss jetzt nicht unbedingt sein, ne? Hier ist echt ein bisschen Stuff drin. Nice. Okay, wir gehen nochmal zurück, packen Sachen in die Kiste, holen uns mal die 2 MO-Disketten, brauchen halt noch anderen Plays. So, jetzt kannst du aufstehen. Oh. Oh. Na gut. Ist jetzt schon tot? Ah, enttäuschend hier. Stimmt, hier war ja eine Kiste. Ich hatte schon voll die Horrorszenarien, ich muss jetzt sonst wohin laufen. Alles gut. So, pass auf, wir brauchen nicht das. Das Problem ist, ich. Wobei, nee, warte. Aha. Ich bin ja voll klug. Ich lasse das hier, weil da war ja noch ein Erste-Hilfe-Spray. So, let's go. Also, ich glaube, ich muss sie da einsetzen. Keine Ahnung. Gibt es da irgendwie so irgendwas drauf? Das ist die 1200. Okay. Das hier ist auch 1200. Okay, ich habe zweimal die gleiche. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Schade. So. Ich hoffe. Ich kann das hier einlegen überhaupt. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so gut. Und genau. Scheiße. Das brauche ich. 8462.
Sicherheitsprotokolle. Erdgeschoss, Heliport, nur für Führungskräfte. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Erstes Untergeschoss, Korridor zum Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforschers bzw. des Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Heliports umgehend erschossen. Aufzug, in Notfällen wird der Aufzug angehalten. Zweites Untergeschoss, Raum für visuelle Daten, nur für Mitglieder der Abteilung, Sonderforschung. Sonstiges Personal benötigt für den Zugang zum Raum für visuelle Daten die Genehmigung des Raummanagers Keith Arving. Drittes Untergeschoss, Gefängnis. Die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis. Mindestens ein Chefforscher, E. Smith S. Ross A. Wesker, muss bei Genehmigung des Vireneinsatzes anwesend sein. Aha, Albert Wesker. Tür mit Dreifachschloss. Zugang zu diesem Raum ist allein der Person vorbehalten, die das Schloss mit allen Passcodes deaktiviert. Über die exklusiven Ausgabeterminals in den einzelnen Abteilungen der Chefforscher wird das Schloss deaktiviert. Hochspannungsraum. In diesem Raum ist eine Nitroverbindung der primäre Brennstoff zur Stromerzeugung. Der Zugang ist den leitenden Mitarbeitern vom Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcodes, Ausgabeterminals, Verwendung von und Zugang. Verwendung von und Zugang zu Ausgabeterminals ist Chefforschern mit entsprechender Berechtigung vorbehalten. Viertes Untergeschoss, Entwicklung des Tyrant nach Verabreichung des T-Virus. Nicht weiter lesbar. Okay. Hier scheint es nichts zu geben. Überwachungskameras, okay. Ja, fuck you, Alter. Voll umsonst. Ja, verwenden wir, klar. Was soll das jetzt? Ja, geil, oh. Das Problem ist, was ist denn hier noch? Auch eine MO-Disk. Was ist hier? Was bist du nur für ein Blitzding? Lol. Schlüssel, du. Was haben wir hier? Eine Art Gerät zur Bildbearbeitung. Wahrscheinlich können Sie damit keinen Film ansehen. Ja, Hollywood Blockbuster, würde ich sagen. Läuft. Hallo? Achso. Controller war wieder nicht da, wo er sein sollte. Wo kann ich denn diese Kackdisketten angucken? Ja. Nee, ich hätte schon gesehen, war krass, aber... Ich komme gleich nochmal wieder. Raum. Ich brauche die MO-Disketten doch noch nicht. Aber was habe ich denn noch geöffnet? Hier. Ach, den... Sie. Isa verstehe. Also ich gehe gleich trotzdem noch mal einmal kurz zurück. Ich pack die Sachen jetzt einfach nur um. Weil die andere MO-Diskette muss ich ja auch nicht unbedingt mitnehmen. Weil, ja, nimmt halt Platz weg. Den Schlüssel werde ich brauchen. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich den jetzt hier überall anwenden kann oder nicht. Ich meine, wir werden es gleich herausfinden, weil ich jede Tür damit jetzt ausprobieren werde. Es kann aber tatsächlich sein, dass ich dafür einmal nach oben muss. Wäre jetzt nicht so geil, ne? First Aid Kit. Der ist immer noch... Hä? Wo ist hier noch was?
Keine Ahnung. Aber die kann ich sicher nicht. Achso, die habe ich gar nicht. Achso, die hier. Kann ich. Warte mal. Nee. Ja, weiß ich noch nicht genau, was ich mit der machen muss. Wir bringen die auf jeden Fall erstmal zurück. Weil, was soll ich jetzt damit? Dann gehen wir mit dem Schlüssel in der Hand runter und gucken mal, ob wir irgendeine Tür öffnen können. Oder eben auch nicht. Ja, ja und dann schauen wir mal weiter. Und jetzt bin ich mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass bald das Ende kommt. Das Ende naht sozusagen.